Wer kriegt's hin? Dir, bei dem Haus deckt sich auch. Alter, der Bus ist aber echt laut. Und ich so, ja, ist er, aber kann ich nicht machen. So, Kanzach, ach ja, genau. Bin schon lange nicht mehr gefahren, Römerberg. Früher irgendwie ein bisschen häufiger. Aber jetzt irgendwie nicht mehr so, ne? So, Stoppschild. Vorsichtig. Ja, gut. Wenn ich jetzt, bis ich da jetzt rausbeschleunigt bin, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, nicht so gut. Ja, wow. Blinken eine halbe Sekunde, bevor man abbiegt. Das sind mir die Liebsten. Ne? Weißt du, blinken immer schön genau dann, wenn du den, wenn du das Lenkrad zum Beispiel links rumreißt, dann einfach mit der linken Hand den Blinkerhebel mitnehmen. Das sind mir die Liebsten, die genau in dem Moment blinken, wenn sie da gerade, ich mach mal hier den Ex-Reizlüfter aus, die genau dann blinken, wenn sie das Lenkrad schon rumreißen. Ist ja nicht so, dass es ein Fahrtrichtungsanzeiger ist und der dir irgendwie im Voraus anzeigen sollte, wo derjenige hinfährt. Nein, Quatsch, das ist, halte ich für ein Gerücht. Es ist alles hier nur so Mainstream-Lügenpresse-Gelaber. Das würde ich nicht glauben, ne? Auf gar keinen Fall. Vor allem hier sind ja alles Beamte, die einem das erzählen. Ach Quatsch. Den glaubt man noch nicht da. Ach ja. Guck mal, wir halten die Temperatur ganz gut. Ich glaube, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, wenn jetzt da die Türen ab und an auf und zu gehen. Aber gut. Gibt ja mehrere Möglichkeiten, den Bus zu heizen. Das mit diesem Heizlüfter ist ja nur eins. Und das andere hat eben hier den Luftauslass da vorne. Ich weiß gar nicht, wo hier noch ein Luftauslass ist. Vielleicht im Oberdeck oder so, könnte ich mir vorstellen. Also sind die armen Oberdecker irgendwie schon verloren, gewissermaßen, ne? Der Motor produziert wahrscheinlich auch noch ganz gut Abwärme hier bei der Fahrtweise hier. Vor allem der Spritverbrauch, der muss ja auf... Also auch ganz ehrlich, angenommen, ich bin jetzt Busunternehmer in Römerberg und muss ja jeden Tag meine Busse tanken. Das ist doch auch nicht mehr witzig, oder? Also wenn du das vergleichst mit Flachland, da stehst du beim Beschleunigen vielleicht mal stärker auf dem Gas und ansonsten halt so fast nicht. Ist ja nur Geschwindigkeit halten. Aber hier steht er ja da irgendwie eine Viertelstunde fast Vollgas 90% der Zeit. Und das ist dann wahrscheinlich auch dementsprechend sprittechnisch etwas interessant. So, wir müssen geradeaus. Nicht Hohenreuth, wir fahren da irgendwie so ein bisschen, ja, wir sneaken uns überall vorbei. Ja, komm, jetzt machen wir hin hier, ne? Ich weiß auch echt nicht, wie es fahrplantechnisch aussieht, aber wir hatten jetzt eigentlich durch den Schnee bisher keine Probleme. Ich habe es euch aber angesehen, ihr wolltet das haben, dass ich Probleme habe. Ich sehe es euch doch an. Ui. Ich sehe es euch an euren Gesichtern an, deswegen habt ihr auch auf die Folge geklickt. Josh, Römerberg, Schnee, alter Bus. Deswegen habt ihr euch das angeschaut. Ich sehe es euch doch an. Deswegen schaut ihr das. Um zu sehen, wie Menschen versagen. Ich glaube, das macht man tatsächlich so. Ach ja, aber hat da ganz gut funktioniert. Das ist, glaube ich, auch die Erklärung dafür, warum dieses Gletscher-Express, ich mache das mal wieder kurz an, ne, weil wir halten da gleich, warum dieses Gletscher-Express-Doppelgelenkbus-Video so gut ankommt, ne? Weil man einfach Leute sehen will, die Schwierigkeiten haben. Haha, aber diese Plattform biete ich euch nicht, muhahaha. Vielleicht später, ne? Bei Gelegenheit, ich melde mich dann nochmal zurück. Die sehr geehrte Fahrgäste. Ach, wir sind gar nicht Fernbus, wir sind ja einfach nur, ja, nächster Halt, Tafelstein, Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Ich kann echt durchfahren, wo ich will, gell? Interessiert eigentlich keinen. Ist ja überall frei. Dann nehme ich aber den einfachsten, mit dem ich dann vorne wunderschön da die Fahrgäste aufnehmen kann, so. Ja, das sind durchaus einige Fahrgäste. Ach, guck mal, wir haben noch eine Minute Zeit. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich Zeit, die da einzuladen, alle. Ist ja wunderbar. Schönen guten Hallo. Tag halt. Ne? Morgen Mittag, was auch immer. Guten Tag. Jetzt sneaken sich da alle durch. Ist ja super, ne? Aber Fahrschein will, wollte ich gerade sagen. Fahrschein will keiner, finde ich echt ganz gut. Aber damit habe ich mich getäuscht. So, 30 und 20. Also 2. Guten Tag. Hallo. Da keiner rein will, dann mache ich dazu. Machen jetzt die Fahrscheine haben wollen, die kriechen irgendwie wieder zurück, gell? Das war doch irgendwie so. Die können dann fahrtechnisch trotzdem irgendwie zurücklaufen. Hallo. Aber ich mache nicht extra da zwei Türen auf für Leute, die nur eine Tür benutzen. Das sehe ich, irgendwo sehe ich dann auch noch ein. So, so viel Temperatur noch gar nicht verloren. Abfahrt, Zabelstein, 12.05 Uhr, 12.04 Uhr. Minütchen noch, ne?
können wir schon mal unseren wunderbar verdreckten Bus da irgendwie nochmal schön ablichten vielleicht. So vielleicht. Ich brauche noch ein paar Thumbnails für die ganzen Aufnahmen hier. So, blinket ja schon mal. Ach, guck mal, Gletscherbahn Express. Fährt sogar auch. Ist ja super. Ist ja zweimal im Prinzip irgendwie die gleiche Strecke, aber... Also ähnliche Strecke. Nur, dass wir halt da den Gipfel dann noch hochfahren. Und der fährt ja nur von hier aus. Das weiß ich halt nicht. Ob der vielleicht ausschließlich von hier aus fährt oder ob der tatsächlich von Römerberg aus fährt. Wir wissen es nicht. So, Freigabe raus und ab der Käse, ne? Achso, ich müsste dann vielleicht mal wieder... Genau. Den da machen. Nächster Halt ist... Ja klar, Berghalde ist dann da rechts raus. Und ab jetzt müssten wir ja eigentlich wieder regelmäßig halten, so wie ich das verstanden habe. Einmal rum. Wow. Ja, aber gerade sein. Der geht aber ganz schön weit nach außen, du. Und das selbst ohne meinen. Ach, guck mal. Schau mal, wie schön ich aus der Kurve raus beschleunigen kann. Selbst ohne das hat das irgendwie so ein bisschen beschwert in die Richtung gemacht, du. Ich glaube, ich kann jetzt mal, statt es auszuschalten, würde ich gerne hier die Temperatur von ein bisschen runterschalten, dass da nicht so eine warme Wand vorne aus dem Heizlüfter rauskommt, sondern vielleicht auch so ein bisschen frische Luft. Das ist ja in einem winterlichen Bus meistens ein bisschen Mangelware, frische Luft. Deswegen versuche ich den Leuten das trotzdem in geringen Dosen zuzuführen. Ne? Also nicht viele Dosen, sondern geringe Dosen oder so kleine Tupperware-Dosen. Das sind auch geringe Dosen, ganz bestimmt. Zwar nicht unbedingt mit einem geringen Preis, aber es sind geringe Dosen. Mit geringem Volumen. Irgendwie sowas in der Richtung, ne? So, Berghalde, Bauhaus hat aber zu sonntags, ne? Einkaufszentrum auch. Sodele, Sodele. Schönen guten Tag. Also ich hätte da... Ein Türflügel hätte ja gereicht, glaube ich, ne? Können wir mal noch ein bisschen kühler machen, ne? So. Ach komm, auf die Scheibe mache ich auch noch ein bisschen was, ne? Das ist ein bisschen auf die Scheibe da auch. Luftauslass ist weil wegen beschlagen, ne? Sonst beschlägt die Scheibe. Wie so ein Pferd, das wird auch beschlagen. Und, oh, ja, ich weiß, das war sehr witzig. Ich hätte vielleicht was trinken können in Zabelstein, damit mein Hals ein bisschen sich beruhigt. Aber ne, das ist Luxus, du. Mit dir bitte nicht. So, Parkplatz. Genau, Gletscherparkplatz. Ich glaube, das heißt sogar Parkplatz Gletscherbahn, was da steht. Noch ein bisschen wärmer vielleicht, ne? Sonst kriegen wir da die Temperaturen, die wir beim Türöffnen verlieren, nicht mehr rein. Und da wir echt kein Thermostat haben oder sowas, der das jetzt irgendwie regelt nach, wie warm es aktuell schon ist, müssen wir halt ein bisschen selber Thermostat spielen, ne? Den ganz modernen Bus, geht der Heizlüfter an und regelt sich wieder runter und dann wieder stärker und so. Aber das haben wir hier halt alles nicht. So, man kann nicht beschleunigen. Ich möchte aus der Kurve so witzig raus beschleunigen. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen Zimmer schon. Ja, wir sind schon in der Rutschenphase. Hui. Wir sind schon gerutscht. Ich wollte gerade sagen, schön, bis aus der Kurve rausschlittern. Ja. Aber dann kam hier, glaube ich, oh. Geht aber anscheinend klar, ne? Stand auch nicht, Achtung, so und so viel Meter. Also müsste ja passen, ne? Mein Römerberg ist da irgendwie auch trotzdem eine Doppeldingster-Deckerkarte. Von dem her sehe ich das kein Problem, ne? Ja, der wird ja schon seine 4 Meter haben. Wenn das ja auch knapp 4 Meter, also gerade so 4 Meter, aber wird schon irgendwie passen. Ist hier drin nicht Glatteis oder... Nee, hier drin ist tatsächlich nichts. Interessant, dass hier der Spline davon nicht beeinflusst ist. Wollte ich nochmal hier testet haben, ne? Und da vorne können wir wieder schlittern. Spiel, Spaß, Freude und Unterhaltung. Und das haben sie das mitbringt, dass man sagen kann, okay, hier auf dem Spline ist jetzt nichts. Interessant. Interessant. Also sehr, sehr interessant. Ja, ja, so ist das. Vielleicht hängt das noch von der Schneetextur ab. If Textur hat Schneetextur, dann macht das. If not, dann sei auch nicht glatt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist bestimmt genauso da drin. Die Variablen heißen ganz bestimmt genauso, ne? Es ist alles so programmiert. 100%. Dröhn, dröhn, dröhn. Aber alle, die können doch alle irgendwie Licht anmachen, weil die sieht man... Man sieht die Autos halt schon, aber irgendwie nicht ganz so gut. So, grün ist, grün ist, grün ist, grün ist. Grün ist. Genau, grün ist immer noch. Nächster Halt, Parkplatz, Gletscherbahn. Super, dass er auch alle zwei Haltestellen mal ansagt. Und der Rest einfach nisch, ne? Interessiert ja auch keinen. So. Guten Tag. Hallo.
Guten Tag. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einmal normal, das haben wir noch. 2,70 und ein 30er, bitteschön. Aber wenn es kein 30er gibt, ist es ein ganzer 30er zurück. Ach so, man kann seine Fahne mal rot, aber das dürfen die ja, weil wegen da ist ja nur... Das irgendwie noch mitnehmen, ist eigentlich auch ganz schick, oder? Ja, mal überlegen, ne? Musst du dem Zukunftsjascha auch irgendwo ein paar Möglichkeiten geben, sich da Farbnetz zu überlegen. Schau mal, da vorne ist eine Gletscherbahn. Ah, oh, die ist mir nie aufgefallen, dass die da lang fährt. Die fährt nur da oben. Das finde ich ja süß. Kann man da auch einen Screenshot draus machen? Schlimm, gell? Ganz schlimm. Ah, das ist tatsächlich nur immer einer, gell? Das ist nicht so eine... Ach, guck mal, da haben wir Glück gehabt. Das ist gar nicht so eine Dauerbahn, wo dauernd so Gondeln sendet, sondern das ist so wahrscheinlich eine, wo eine Gondel hoch und eine runter gondelt. Irgendwie so. Ah, da haben wir aber geklappt, du. Wahrscheinlich sind wir gerade pünktlich gewesen. Ja, Bus, du schaffst das. Ich vertraue dir. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann passiert. Wobei, der wird da schon auch einen ordentlichen Tank haben. Also das werden wir schon, das werden wir hinbekommen. Ich weiß nicht, was frisst so ein Bus auf 100 Kilometer, so ein moderner? 30, 40 Liter wahrscheinlich. Er hier vermutlich ein bisschen mehr. Wesentlich mehr, der Berg hoch vor allem nochmal wesentlich mehr. Aber 100 Kilometer fahren wir nicht, ne? Das heißt, das sollte schon irgendwie... Das sollte machbar sein. Was sagt denn hier der... Ach, 31%, das sieht aber... Also auf der Anzeige da unten sieht das wesentlich schlimmer aus, du. Kannst aber wissen. Sieht das aus, ob wir gleich hier auf Reserve laufen? Aber wenn das noch 30% sind, dann... Wie sollte das ja alles im Raum des Machbaren sein, Düne? Ich bin mal so mutig, ne? Aber vorne bin ich vielleicht nicht mehr so mutig. Ja, aber das ist mir mit dem Spiegel, das ist nicht ganz so optimal gelöst mit der Gelande da, ne? Uiuiui, ja, das ist gleich eine andere Geschichte hier draußen. Uiuiui. So, jetzt kommen wir gleich nach Trossing. Ich glaube, das war ja das Kaff, wo wir da reinfahren und dann gleich wieder raus. Also das ist so ein kleines, so ein Tee-Kaff. Also nicht, weil wir Tee, oh, jetzt ein Tee. nicht, weil es da leckeren Tee gibt oder so, sondern weil es da irgendwie, weil man da so reinfährt und wieder raus, ne? So. Jetzt bin ich mal sehr mutig. ich dürfte zwar gar nicht, ach doch, Tatsache, die ja, bis auf Money sitzen eigentlich alle. Wollte gerade schon sagen. So, Achtung, Kreuzung, also weil das keiner abbiegt. Ich habe ja auch Vorfahrt, ne? So sieht der nicht. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt bergrunter da vorne meine Retarder anschmeiße? Das würde mich mal interessieren. Das mache ich mal, ne? Ein bisschen beschleunigen und dann Retarder rein. Das geht aber eigentlich, ne? Gut, das geht natürlich nicht so gut. Den Schlitterdobbing. Was wir vielleicht auch nochmal machen können, ist vielleicht ein bisschen hier... Ne? So, lassen wir hier ein bisschen die Winterpower ein bisschen erhöhen. So, schönen guten Tag. Ne, schneit auch draußen immer mit der Zeit ein bisschen mehr. Von dem her kannst du es auch hier drin. So, jetzt wollte ich mal aber kurz einen Schluck trinken. Hier ein bisschen Wärme machen wieder, weil es uns so kalt ist. Mal ganz kurz ein bisschen. So. Der intelligente YouTuber hätte sich vor der Aufnahme ein Glas hingestellt, ne, der das Wasser einschenkt. Josh allerdings macht das nicht, ne? Josh hat die Flasche sogar noch zugehabt, das ist schlau. So, hui. Spaß. Oje, guck mal. Hui. Aber beschleunigen. Ne, lass mal lieber. Jetzt sind wir echt schon. Uje, aber da noch, warte mal. Ja, das wird. So, was haben wir denn? Ne, das andere. Ach, da gibt es gar keine Zoom-Sicht drauf. Wieblinger Forst. Ach so, stimmt, jetzt kommen wir ja diese eine Seite da von Blaureuth rein. Ich erinnere mich langsam. Schaffst du es? Soll ich schieben? Wobei, das klappt eigentlich ganz gut. Ach, guck mal, die Sonne kommt langsam raus. Oh, ist das süß. Wird sonnig und voll schönes Wetter. Ja, da stehen wir jetzt halt vielleicht ein bisschen. Vor allem weißes Auto, weißer Schnee. Plus kein Licht an. Ich konnte ihn sehr gut erkennen.
ja, so ist das. Ich konnte ihn sehr gut erkennen. Sehr gut. Also wirklich sehr gut. Das. Ihr habt da nur Ironie rausgehört. Ich hab das nie so sagen wollen. Nein, hab ich. Nee. Hab ich wirklich nicht. Oh, ist das schwierig mit der Stimme, du. Das glaubst du nicht. Also gerade solche hohen Sachen. Oh, das ist teilweise auch mit der Stimme, du. Das ist dann echt schwierig. Deswegen am besten einfach ganz normal und so ein bisschen besinnlich reden. Ne? Das ist ja dann Weihnachtszeit, das heißt, weil das Wochenende auch schon wieder rum. Und dann ist er auch dann gar nicht mehr so viel. Immer schon woanders hingucken, gell? Ist dann auch schon bald drittes Adventswochenende und dann kommt auch schon Weihnachten. Ja. Dann im Wochenende drauf ist Silvester und das Wochenende da drauf ist dann. Wahrscheinlich wieder letztes Wochenende vor, bevor es überall wieder losgeht, so in der Regel, ne? Je nachdem, ob jetzt da irgendwie Betrieb zu hat oder Schule, weiß ich gar nicht mehr. Da hatten wir auch immer das Heilige Drei Könige oder so. Ist dann wieder genau eine Woche danach, also das kann man sich eigentlich immer ganz gut überlegen. So, Wieblinger Forst, genau, mit den, hier, Wartehäusern aus Holz. Ich und mein Holz. Guten Tag. Hallo, ist Schnuckele Schwarm hier, gell? Wie sieht's denn eigentlich so Füllgrad technisch aus? Hat sich das denn rentiert mit dem Doppeldecker? Ja, eigentlich ja schon. Ne? Vor allem, ich finde, der Vorteil im Doppeldecker hier ist jetzt gegenüber anderen Bussen, du hast ein größeres Sitzplatzkontingent. Und gerade auf längeren Reisen, die hier tatsächlich länger sind, also man hat hier eine längere durchschnittliche Verweildauer im Bus, ist es ja sinnvoll, wenn man da einen Sitzplatz hat, ne? Gerade im Regionalverkehr oder sowas ist es ja, finde ich zumindest wünschenswert. Deswegen, warte mal, war da nicht in Berlin auch noch eine Diskussion drüber, wegen der Busse? Weil es ja irgendwie so war, die Verweildauer von den meisten Fahrgästen im Bus ist ja recht kurz, ne? Weil im Stadtverkehr fährst du meistens nicht so lang. Und deswegen gehen die wenigstens ins Oberdeck, ne? Und deswegen ist Gelenkbus, also ist Gelenkbus irgendwie sinnvoller, weil sich die Leute da besser verteilen und sie nicht alle da im Unterdeck tummeln und so weiter, bla bla blub. Aber gerade zum Regionalverkehr eigentlich, du brauchst viele Sitzplätze, hast eine recht lange Verweildauer, da gehst du auch mal schön nach oben und hockst dich da mal hin. Also, weil würde ich zumindest so machen. So, jetzt sind wir mal ganz mutig hier, ne? Irgendwo müssen wir auch den Fahrplan halten, ne? Habe ich in der ersten Folge auch schon erzählt. Fahrplan halten ist ganz wichtig, weil wenn du verlierst, dann sind sie alle böse auf dich. Und das wird sonst ein bisschen knapp wahrscheinlich. Vor allem aber ganz wichtig, smooth lenken. Das ist so ziemlich das Wichtigste, weil so hektisch lenken, das gibt dann, das führt meistens zu Problemen. So, und hier haben wir jetzt eine der gemeinsten Kreuzungen ever. Das abgelegene Vorfahrtsstraße. Ne? Das heißt, die da im Vorfahrt, wenn wir jetzt abbiegen wollen, also im Prinzip müssen wir nicht blinken, sondern die rechts abbiegen müssen blinken und wir hätten halt keine Vorfahrt geradeaus. Das ist ein wenig schwierig, vermutlich, aber auch hier im Berg wieder anfahren. Ihr seid ja Freunde. Wer hat sich die Haltestelle hier im Winter ausgedacht? Irgendjemand wird es schon gewesen sein. Aber die Steigung geht ja noch, ne? Ansonsten steigen meine Fahrgäste aus und schieben ein bisschen an. Sie will gar nicht mit. Sie läuft da nur. Okay. Dann war es tatsächlich bloß der aussteigende Fahrgast. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, Andi, jetzt dreht er schon ein bisschen durch. Warte mal. Ach komm, lass ihn durchdrehen. Ist doch Wurst jetzt. So, auf die Strecke bin ich ja auch gespannt. Die wollte ich eigentlich absichtlich nur runterwärts fahren und nicht hochwärts. Aus Gründen von... Du siehst auch ein bisschen schlecht, gell? Uiuiui. Das ist ja instant rutschig. Da sieht man echt schlecht, gell? Ja, ich aber glaube ich, so ich das Leben, ne? Boah, man bekommt auch echt schlecht verbremst. Es geht wahrscheinlich auch ganz gut, was an Steigen da runter. Ich bin mal gespannt, wie der Kollege, der den Bus dann ja zurückfahren darf, das denn in der Gegenrichtung so meistert. Muhaha. Haha, Kollege ist der Depp, nicht ich. Haha. Ich bin's nicht schuld. Ich würde hier tatsächlich mal diesen ersten Gang da reinmachen. Der ist auch gar nicht höher schaltet und wir halt in der Hoffnung, mit dem Motor noch ein bisschen zu bremsen, ein bisschen uns das Überhitzen der Bremsscheiben im Winter natürlich ein bisschen ersparen, ne?
Ich würde ganz gerne mal ein bisschen beschleunigen, dass der den Gang da richtig reinnimmt, weil er nimmt den immer wieder raus, ist ja das Problem. Das hat's, ach, den nimmt ihn trotzdem wieder raus, so ein Depp. Ja, dann nimm den Gang halt raus, dann bremst halt nicht mit. Dann lass mich das alleine machen, sagt die Bremse jetzt zum Motor. Ne, dann lass mich das alleine machen, ist wirklich in Ordnung. Dann mache ich das halt alleine, ne? Guck mal, wie gut ich das hinbekomme. Jetzt vielleicht? Nee, Tatsache, nimmt den immer wieder. Nimmt den wieder zurück. Schade. Gut, aber so ist es Leben halt, ne? War wahrscheinlich früher noch so ein bisschen die allgemeine Meinung, dass da und so, ne? Dass es wahrscheinlich sprittechnisch effizienter ist, den Gang einfach irgendwie immer rauszunehmen, statt halt zu sagen, okay, ja, dann lassen wir den irgendwie mit bremsen. Wobei, das ist wahrscheinlich auch eine recht moderne Erfindung mit diesen Abschalteinrichtungen, dass wenn du halt kein Gas gibst, bergab zum Beispiel, dass er tatsächlich gar keinen Spritverbrauch hat oder so. Das ist auch irgendwie recht, obwohl du eine recht hohe Drehzahl hast. Kenne ich noch irgendwie aus der Fahrschule, aber soll anscheinend eine recht neue Erfindung gewesen sein. Deswegen kann nicht sein, dass die Store dann damals noch so das effizienteste war, was man gehabt hat. Aber anscheinend kommt da keiner den Berg hoch, wie es aussieht. Ne? Also keine KI-Autos, heißt keiner kommt hier den Berg hoch, heißt die Rückfahrt macht wahrscheinlich Spaß. Freude und Unterhaltung. Gleichermaßen. Hui, Schletterparty. Smush, immer noch kein Gang, Mensch. Jetzt bleibt der Gang zumindest drin, guck mal. Nimmt der den raus? Ich hab jetzt langsam, oder? Nein, das hat dann rausgenommen. Ja gut, schade. Dann würde ich wohl einfach so sein. So, wo halten wir denn das nächste Mal? Jetzt haben wir Forst da mal gehalten. Hier, das da, ne? Waldheim. Also nicht halt Waldheim. Wer im Wald aussteigen möchte, der ist da wahrscheinlich vermutlich richtig.